Oh, oh, ist ja gefallen. Ja. Oh, oh, oh. Nee, ich sag, ist da rein. Aha. Ein lieber Schwanz, hier was los und so viele Geschäfte. Da können Kinder spielen. Bällebad, Trampolin. Also, wenn man sich die Verkäufer vom Hals halten will, dann braucht man nur eine laufende Kamera vor sich halten. Schon spricht er niemand mehr an. Was ist das hier? Kreuzfahrt? Das hier Jetski, Tauchen. Oh, toll. Buggy Trips. Ja. Mhm. 23 Grad heute, was ist für ein Datum? Das ist Sonntag, der 9. Sonntag, 9.1. Ja. So. Ganz schön zugig, fühlt sich nicht an wie 23 Grad. Ah, McDonald's. Also hier auf Teneriffa werdet ihr bei McDonald's keine vegetarischen oder veganen Burger bekommen. Haben sie hier nicht. Wo wollen wir lang gehen? Schöner Strand. Der Sand ist hergebracht worden aus der Sahara, weil sie hier selber keinen weißen Sand oder hellen Sand haben. Solche Rinnen findet ihr überall auf den Inseln. Oh wei. Huch. Und die dienen dafür, wenn es hier regnet, weil das alles so Lavagestein ist, was die Feuchtigkeit nicht im Boden aufnimmt. Dann sammelt sich das Wasser in den Bergen und ergießt sich in breiten Strömen im Tal. Damit sich das so ein bisschen kontrolliert abläuft, hat man diese Rinnen. Aber da hier überall Nummern dran sind, wird das auch Geld kosten, hier zu liegen. Ist aber ja klar. Kostet die ja auch Geld. Aber ihr könnt natürlich da vorne euch hinlegen mit der Decke, die ihr euch selbst mitbringt oder einem Handtuch. Hier gibt es die Mülltrennung. Energiekosten sind hier übrigens erheblich günstiger. Ja? Weil? Mhm. Oh, da ist ein Absperrband. Da vorne zum Strand. Die haben das ja alles mit dem Band zugezogen. Ah ja, das gehört wohl alles zu diesem Stand hier. Okay, so kommen wir also nicht mehr an den Strand. Aha. Steakhouse, Minimarkt.
Koala Bay, da gibt es da so Bekleidung. Da kommst du wieder zum Wasser. So, hier kommt man dann zum Wasser. Da unten am Strand. Kannst du da hin? Ja. Ganz weicher Sand. Jetzt, da kann ich mir mal das Haarband ins Haar machen. Ja, hier ist schön. Nein, dieser ist hergebracht worden. Nee, aber ich stand in der Beschreibung bei Google. Das ist aber nicht schwarz. Sandstrand. Also für uns ist das nicht schwarz. Nee, aber so richtig hell ist der auch nicht. Das ist hier ausgewaschen. Ja, ich weiß aber, dass diese helle Sand gebracht wurde. Das haben die geholt. Möchtest du da barfuß drin laufen? Nö. Mhm. Mit so richtigen Strandbänken.
runter. Kann man sie leichter an Land ziehen. Kurz nach 1 mittags. Wir machen hier schön Partymusik. Trotzdem sind nur zwei Tische belegt. An den Waren dran, wenn man irgendwo reingeht, wenn man fragt, was kostet das, oder es steht doch ein Schild, da steht dann drauf, die Pizza kostet, ich sag einfach mal 6 Euro, ihr bestellt euch dann die Pizza, dann kommt später noch die Mehrwertsteuer dazu, da könnt ihr mit rechnen, es kommt noch eine Strandgebühr dazu, es kommt eine Bedienungsgebühr, also sozusagen das Trinkgeld. Das Ganze wird, das ist übrigens verboten, alles das. Und das Ganze kommt auf so einem Silberschälchen mit einer Klemme drauf. Und dann geht der, die Bedienung geht dann weg und lässt euch mit dem Brettchen allein. Da ihr das Geld meistens passend nicht dabei habt, bleibt euch gar nichts anderes übrig, als aufzurunden. Ihr könnt dagegen einen Beschwerdezettel verlangen und dem Laden abgeben. Und die müssen den Beschwerdezettel weiterreichen an die Autorität, na, Polizei und so, wenn die vorbeikommen. Ob sie das wirklich tun, weiß ich nicht. Im Augenblick habe ich das Gefühl, hier auf Teneriffa ist man ehrlicher als auf Gran Canaria. Auf Gran Canaria wird man eigentlich nur ausgenommen. Und bisher ist uns das hier noch nicht passiert. Hier könnt ihr sogar kostenlos parken. Jetzt haben wir mal einen Parkplatz gegen Gebühr gehabt. Eine Stunde kostet 1 Euro. Das ist aber auch zum ersten Mal. Und wir haben ja auch eine super Lage mit unserem Parkplatz direkt am Strand dran. Ihr bestellt nicht einfach etwas zu essen, etwas zu trinken, weil ihr der Meinung seid, naja, so teuer kann das ja gar nicht kommen. Fragt nach den Preisen. Am besten ihr lasst sie euch zeigen. Sonst heißt es nachher, ihr habt das missverstanden. Ah.
ein ATM, das ist ein Geldautomat. Da noch ein Stück lang und dann da hoch. Hm? So, das sieht interessant aus hier hinten, finde ich. Aber ich habe jetzt hier keine Toilette gesehen. Da, wo die Bars sind und auch diese Strandgeschäfte, da gibt es natürlich Toiletten. Müssen sie euch liefern. Verzeihung, ist das hier Los Cristianos? Nein, Los Cristianos ist weiter nach da. Ah gut, was ist das hier für ein Inselteil? Das ist Adeche. Kusse Adeche. Also das hier ist der Fanebo, Playa de Fanebo. Fanabe. Wie? Oder Fanyabe. Nee, Fanabe. Okay, vielen Dank. Haben wir hier hochgehen, Schatz? Wollen wir hier hochgehen? Ganz heller Sand.